Ja, grüß euch Freunde bei Wolfsbike und UDV. Fahrt mit dem Karim und mit mir rauf zum Forschafferro in Italien. Ist richtig leiwand. Monte Schafferò bzw. das Gipfelfort auf über 2800 Meter ist eines der beliebtesten Ziele für Enduro-Fahrer im Piemont. Der Karim und ich sind von Susa raufgefahren. Bevor man da zum Tunnel kommt, ist rechts ein Abzweig zum Fort Bramont absolut empfehlenswert. Allerdings ist es ein bisschen anspruchsvoller als der Rest der Strecke. Da sind recht ausgewaschene, grobe Stellen dabei. Also da sollte man dann auch schon halbwegs sicher auf seiner Reise Enduro sein. Das ist eine Sackgasse. Ja, mehr ist es nicht. Und wenn man zum Fort Schafferò will und die Strecke weiterfährt, dann kommt man nämlich eigentlich hinten bei Bardonecchia wieder runter. Dann. Genau, also in der Reihenfolge würde ich, glaube ich, erst nach Bers dahin und dann die Richtung fahren. Ja. Prima, viel Spaß. Wir sehen uns sicherlich nochmal irgendwo unterwegs. Bist du voll? Kann ich filmen? Schönen Tag noch, ciao!
der Gelegenheit möchte ich euch gleich einmal den Kanal von Karim ans Herz legen. Karim Klausmann. Ohne ihn wären diese geilen Aufnahmen nicht möglich gewesen. Abonniert den auch. Dort gibt es wirklich wunderbaren Reisecontent. Definitiv mit das Beste, was es an Motorradreisen auf YouTube gibt. Wunderschönen Tag, ja. Ich denke, man wird auch vorsichtiger, weil man vernünftiger wird und du weißt, was dran hängt, was ausfällt als Selbstständiger immer. Das ist ja zum Kotzen. Sind die uns entgegengekommen? Ja, genau, das sind die von Fort. Ah, genau, die sind von Brahmand runtergekommen, genau. Genau. Mit den Dingen kommst du überall rauf, gell? Die haben auch so Kriechgänge, haben die. Ja, ja, so Differentialsperren und so, gell? Ja, die sind zwar langsamer, aber du kommst überall. Ja, ja. Am Vorschaffaroh, am Monte Schaffaroh, da oben. Sind nicht die einzigen, es ist heute Samstag. Da ist da ein bisschen was los, da oben.
Aber schaut euch das an. Es ist richtig leiwand. Ja. Runtergegangen ist dann über die Skipiste Richtung Padoneccia und auf der Mittelstation haben wir noch eine feine Jause zu uns genommen. Gut, das war's schon wieder von uns und vom Monte Schaffaro. Ihr seht, da kommen immer wieder Motorradfahrer rauf. Es ist heute Samstag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Schreibt es in den Kommentaren unten rein, ob ihr auch schon hier wart, ob ihr schon in den Westalpen gewesen seid. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr wisst, was jetzt kommt. Ganz, ganz wichtig. Hört es mir noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, nicht nur abonnieren den Kanal, sondern auch die Glocke aktivieren, damit ihr meine Videos in Zukunft nicht mehr versäumt.